Rechnungen, glaube ich, drin. Auf 50.000 zahlen wir für Strom, Wasser und Gas. So. Ach ja. Gut. So. Es wird halt. Es ist halt auch deswegen sauknapp, weil wir zum Beispiel jetzt hier noch einen Kredit laufen haben. Ja. Mit 500.000. Wir haben eigentlich schon nur noch. Das ist nur noch dieser letzte Kredit, der noch offen ist. Da zahlen wir monatlich 21.000 nur deswegen. Wir können natürlich weitere Programmiererteams einstellen. Das geht natürlich. Dass wir sagen, okay, Programmierteam, wir haben jetzt aktuell Programmierer 1 und 2. Wir könnten jetzt theoretisch nochmal hier ein 6er-Team reinpacken und da dann zum Beispiel sagen, jo, lass uns da mal beispielsweise Programmierer für Team 3 und 4 machen, dann teilen wir das ein bisschen auf. Können wir tun? Das geht nicht, weil das kostet 39.000, den Raum komplett zu kopieren. Wäre nämlich ganz cool, den Raum einfach mitzunehmen. Würde uns ein bisschen Zeit sparen, tatsächlich. Ja, da fehlt noch einer. Da könnte man theoretisch jetzt noch mal einen in dem Programmierteam 2 einstellen. Das ist richtig, das können wir machen. Programmierer. Programmier 2. Gibt einen, der normal ist. Der ist auch ein bisschen besser als, als die anderen. Dann stellen wir den ein. Guter Einwand, ja. Haben wir da zwei drinnen. Da sind die Core-Teams sind da aber immer dabei, ne? Ja. Ich weiß halt jetzt nicht, ob wir die zwei Jobs fertig bekommen. Entwickeln wir gerade an dreimal, also drei Software plus ein Update gerade noch. Wir müssten jetzt langsam unsere Entwickler echt entlasten, ne? Also unsere Programmierer müssten mal ein bisschen entlastet werden, weil das Update vom OS läuft ja auch noch gerade. Ich meine, die drei Software, wenn die fertig ist, dann kriegen wir da natürlich auch ordentlich Cash wieder raus, ne? Und in der Zwischenzeit können sich unsere Designer halt gut um unser ZOS 2 kümmern. Auch das hat seine Vorteile. Aber ich werde natürlich schauen, dass wir so schnell wie möglich aus dieser Nummer ein bisschen rauskommen. Ja, und da dann mal so ein bisschen gucken können, dass wir weniger Parallelaufträge haben. Lord Andrew, einen wunderschönen guten Abend. So, die zweite Iteration lasse ich nochmal durchlaufen. Ich will ja wirklich ein großartiges Betriebssystem starten. Und erst wenn das neue Betriebssystem auf den Markt kommt, stellen wir fürs alte Betriebssystem den Support ein. Oder wir lassen ihn noch weiterlaufen, das weiß ich allerdings noch nicht. Lass uns unsere Programmierer mal komplett in diesem Car-Stop arbeiten. Oder warte mal, wir machen es mal andersrum. Wir machen mal die kleinere Software fertig. Die geht nämlich einfach schlicht schneller. Bei den anderen haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Zeit. Machen wir es, wie viel, je nachdem, welche Software gerade mehr. Oh Gott. Welche Software gerade mehr will, ne? So, alle haben mehr Geld bekommen und wir haben eine Viertelmillion Minus. Das heißt, wir müssen jetzt mal Sachen fertig bekommen.
Wir müssen da echt eine halbe Million irgendwie herkriegen. Sind irgendwie besonders viele Entwickler gerade nicht da? Kann das sein? Wir haben jetzt Dezember. Nö, hat keiner Urlaub. Okay. Es gibt manchmal so Phasen, da hat dann plötzlich irgendein Entwickler oder irgendwelche Teams plötzlich alle Urlaub, ne? Vielleicht beim nächsten Mal, Geilerad. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir haben halt noch 2 Tage für diese blöde eine Software, ne? Ach, die arbeiten ja im Z-Büro auch noch. Machen wir mal so. Bis Juni ist noch ein bisschen Zeit. Deswegen war das ein Problem. Die haben alle an Z-Büro gearbeitet und deswegen war da keine Kapazität mehr. Und ich dachte mir, was soll denn das? Warum ist denn da nichts? Ja, wir können auf jeden Fall einen neuen Druckauftrag annehmen. Support nehme ich gerade keinen an, wobei wir könnten einen annehmen für 6K. Aber nicht für Sloth 3. Das ist schon wieder so wie für Lion OS oder so. Ach wohl, rein da. Okay, gut. Wir brauchen neue Software. Gibt's da jetzt welche? Oh ja, da gibt's jetzt einige. So. Okay. Wir sind wieder im Plus. Wenn auch knapp, aber im Plus. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht viel. Okay. So, gibt es noch einen Druckauftrag, der mich gerade reizen würde? Weil der läuft ja jetzt auch total entspannt. Nee. Gut. Ist der Name schon für... nee, wir werden jetzt dann gleich zum Ende hin nochmal die Namen der Leute hier reinbringen in die Teamleiterposition. Alter, beim ZOS werden weiterhin noch Bugs rausgeballert, ne? Uff. Okay, wir schauen gar nicht so schlecht aus. 100k müsste ich aufnehmen, sonst noch. Also wir kämpfen hier gerade am absoluten Limit, ne? Da können wir mal ein Review drauf machen. Es kostet zwar auch immer einen Haufen Geld, aber es lohnt sich auch tatsächlich. Okay. Baller mal schnell das Review noch durch und dann gucken wir mal, was die sagen. 3-2, immerhin. Gehen wir nochmal in die Iteration schnell.
Hey Anra, wunderhübschen guten Abend, hi. So, ich mach mal folgendes, ich nehme mal jetzt nochmal so 200k Kredit auf. Dann müssen wir halt das Doppelte fast zurückzahlen über die Laufzeit. Aber es geht nicht anders. Wir brauchen das Geld jetzt gerade, sonst gehen wir wirklich bankrott. Ich kann das aber, ich kann es momentan so lange halten, bis wir Z-Büro 1 rausballern. Das ist nicht mehr lange. Wir machen jetzt nochmal Folgendes ganz kurz. Und zwar, wir werden ZOS nochmal den Preis ändern. Auf 10. Wir geben das jetzt billiger raus. Wie schaut denn da die Details aus? Das verkauft sich immer noch so stückchenweise. Wir verdienen an dem Programm immer so um die 40.000 im Monat noch. Alles ist okay. Bei Zwerg will ich auch gerne die Hausbank. Da steht keine Fragen zu den Zinsen unserer Laufzeit. Tatsächlich geht es in dem Fall nur noch ums Überleben. Wir leben mit der Lage. Ja, müssen wir bei Zeiten auch nochmal schauen. Wir könnten jetzt hergehen und könnten sagen, pass mal auf, unser Problem ist ja die Entwicklungszeit, nicht mal das da. Wir gehen jetzt mal her. Kopieren das hier rüber und machen hier unser neues Team rein. Das kostet dann alles zwar noch mehr, aber wir kriegen unsere Jobs durch, ne? Weil wir haben momentan zwei große Softwarepakete, die wir entwickeln wollen. Updates für ZOS und noch das Z-Büro. Wir brauchen zwangsläufig jetzt irgendwas, ja? Kommen wir mit dem Support nach? Ja, kommen wir. Es gibt Forschungen, das ist auch ganz, ganz interessant. Patente und so weiter sind super wichtig für den Wert einer Firma. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Wir werden Programmierer 3 jetzt machen. Programmierer 3, die kriegen im Urlaub im April. Und die fangen um 8 an. Ne, um 7. Und gehen um 16 Uhr. Programmierer 3. Und für die stellen wir jetzt noch neue Leute ein. Programmierer, Programmierer 3. Und da schauen wir uns jetzt mal einen an. So, hier haben wir noch jemanden, den wir einstellen dafür. Und dann gehen wir eben nach Kompatibilität. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, die sind da drin. Jetzt wollen wir natürlich für Programmierer 3 schauen, wer hat die HR-Fähigkeit. Hier, Son. Son wird Arbeitsfeld ändern, und zwar zum Teamleiter. Und der Rest von den Leuten hier macht Arbeitsfeld ändern, automatische Zuweisung. Wir können dann im Team selber sagen, HR-Management, der kriegt jetzt hier halt nicht viel Budget, ne? Also das ist ein Witzbudget, was wir hier geben. Aber der dürfte halt mit dem so ein bisschen Löhne verhandeln und so Zeugs. Aber er kümmert sich halt drum. Wir schauen, dass wir 5 Programmierer im Team haben. Nicht 6 Programmierer, sondern nur 5. Wobei er selber ja auch als Programmierer zählt, richtig? Richtig, das heißt doch 6 Leute. Jawohl, nee, 5. Weil sonst, er zählt ja selber noch mit. Alles klar. Gut. Das heißt, auch da kümmert sich jetzt jemand drum. Und dann werden wir Team zuweisen. Hier die Programmierer 3. Und die Programmierer 3 gehen zuweisungstechnisch quasi auch mit rein in Z-Büro 1. Und ins Update OS. Da kümmern die sich quasi noch mit exklusiv drum. Jetzt können wir natürlich hergehen. Ist einer zu viel? Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Und zwar, jetzt gehen wir her und sagen, okay, wenn wir das jetzt eh schon machen, kopieren wir es gleich nochmal und sagen, Programmierer 4. So, die Programmierer 4, die fangen halt erst um 17 Uhr an. Bis 1 Uhr. Die machen nicht im April Urlaub, sondern die machen zum Beispiel Mai hauptsächlich Urlaub. So, und dann haben wir das so. Und dann gehen wir jetzt her und sagen, von den einen Programmierern, die im Programmierteam 3 rumhocken, ja, nehmen wir jetzt einfach einen raus. Ihn hier und verschieben ihn jetzt quasi
ins Programmierteam 4 rein. Und dann suchen wir uns halt für Programmiererteam 4 auch nochmal welche raus. Und zwar sagen wir Programmierteam 4. Da brauchen wir jetzt nur noch 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, haben wir fertig. Dann gehen wir in das Programmierteam 5 rein. Schauen, da hat mit Sicherheit einer irgendeine HR-Fähigkeit. Hier er zum Beispiel. Education ist mir halt wichtig, dass die Education automatisch aushandeln. Ja. Weil dann brauche ich das nämlich nicht mehr immer machen. Ja, sondern dann machen die das von alleine. So, und dann können wir jetzt auch nochmal hergehen und sagen, okay, die Programmierer 4, HR-Management, auch gleiches System wie gerade eben, ne, passt mir soweit. Die ist hier mitkopiert, das HR. Das ist sehr angenehm. So, dann kommen die jetzt auch nochmal hier rein. Und dann sagen wir auch gleich wieder hier Z-Büro, Programmierer 4 und ZOS auch Programmierer 4. So. Dann werden die anderen ein bisschen entlastet sein. Ja, hoffe ich zumindest. Und wir müssen halt irgendwie gucken. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, lass mal ein bisschen hier Entlastung bringen und lass zum Beispiel mal die beim Updating, mach mal die Programmierer 1, 2, machen wir einfach raus. Ja. Und beim Z-Büro machen wir die zum Beispiel auch die 1, 2 raus. Dann kümmern die 1, 2er sich um die Jobs und die 3, 4er kümmern sich um unsere Software. Dann haben wir das ein bisschen zerteilt und dann geht das, glaube ich, gar nicht schlecht. Ne, weil dann brauchen wir da jetzt nicht groß rumarbeiten, sondern wir lassen unsere Teams jetzt quasi da noch mit dazulaufen. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, 3 Tage. Und wir können nur noch 40.000 an Kredit aufnehmen. Also es kann sein, dass das jetzt echt böse, böse baden geht alles. So. Haben wir hier noch einen Druckauftrag? Ja, 6,4 Millionen. Das kann ich nicht drucken, das ist zu groß für uns. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt fertig hier. Wir können natürlich noch einen kleineren Auftrag versuchen durchzuziehen. Eine Logistikanwendung hier. So eine kleine Mikro-Logistikanwendung, die können wir schon immer mal durchballern. Ja, das Ding ist halt, ich würde gerne weniger Paralleljobs machen, ja. Je weniger, desto lieber wäre es mir eigentlich. Aber wir können es uns schlicht und ergreifend nicht leisten. Wir müssen jetzt irgendwo eine halbe Million herkriegen. Und beim ZOS werden weiter Bugs ohne Ende rausgekramt, ne. Über 700 Bugs sind da drin. In der neuesten Version ist das halt enorm viel. Sehe es nicht ganz. Ist das jetzt drüber? Ja. Dann werden nämlich die anderen Jobs ein bisschen schneller gehen. Wird besser. Wird besser, Leute. Hier mal 6 Tage Zeit. So eine kleine Software. So, wer ist da jetzt noch dabei? Er hier. Oder sie hier. So, schauen wir mal, ob wir das jetzt noch in einem Tag durchziehen können. Das könnte sogar noch klappen. So ein bisschen. Schauen wir mal. So.
Die Programmierer hier müssten zugewiesen sein, oder? 3, 4, ja. Das Ding ist halt, ich kann eine Sache kann ich machen. Ich kann es nicht machen. Oder? Kann ich's machen? Nee. Oh, ich kann das nicht machen. Wir können nicht. Warte mal kurz, ich schau mal gerade. Ich kann das nicht machen. Ich würde gerne, also mein Ding ist halt, Stefan, gute Nacht dir. Ich würde gerne Aktienanteile von uns verkaufen, von insgesamt, von allen. Also von Zwerg, von Code Blue und von Parzibert würde ich gerne Aktienanteile verkaufen. Aber das geht scheinbar nicht, wenn du mehr als einen Chef hast. Unangenehm. Oh no. Es kann halt jetzt schnell gehen, ne? Es kann halt so ein bisschen schnell gehen jetzt. Okay. Das wird jetzt eng. Also eng ist gar kein Ausdruck. Ich kann halt nicht noch mehr Kredit nehmen. Ich kann gerade mal 70k als Kredit nehmen. Und das lohnt sich halt für uns gar nicht, ne? Bäm. Nee, das kriegen wir nicht mehr eingefangen, Leute. Das kriegen wir nicht mehr eingefangen an der Stelle. Schade. Okay, also das Ding ist das. Das Ding ist das. Wenn du mit einem Betriebssystem anfängst, das ist eine blöde Idee. Ich wollte es einfach mal machen, weil ich mir gedacht habe, wenn du, sobald du, du musst eigentlich nur das zweite, also das erste ist egal, sind wir ehrlich, jede erste Software, die du produzierst, ist Schrott. Ja, die erste Software ist wurscht, die ist vollkommen boogie. Die zweite Software ist das Wichtige, du musst die zweite schaffen. Weil die erste, da kennt dich keiner. Hey Markus, dankeschön. Dot, zworked plate, zworked plate. Ja, die erste Software ist Schrott. Danke dir nochmal für 100 Bittis, Markus, der Franke. Dankeschön. Die erste Firma ist immer Schrott. Und die zweite, die erste Software ist immer Schrott, weil dich keiner kennt. Und wenn du dann nicht schlecht ablieferst, dann kennen dich zumindest mal 50k. Dann hast du vielleicht einen Kundenstamm von 50.000 für die zweite Software und kriegst dann vielleicht 150.000 Nutzer. Da kannst du schon mal richtig Kohle mitmachen. Und bei den dritten, also sobald du die dritte Software rausbringst, dann hast du eigentlich den Jackpot normalerweise. Eins ist gut, zwei ist richtig gut und drei ist dann am besten. Vier wird dann manchmal so ein bisschen Larifari, je nachdem. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ich habe gehofft, wir kriegen ZOS 2 noch startklar. Aber das hätte, also ich hätte möglicherweise wirklich das
ich hätte es noch nicht mal schaffen können, die gesamte Firma darauf auszulegen, weil dafür hätten wir nicht genug Geld gehabt, weil wir nur diese eine Software hatten. Die hat sich zwar mit 40.000 verkauft, bringt dir aber nichts, wenn wir fast zwischen einer Viertel und einer halben Million Ausgaben haben. Das lohnt sich einfach nicht. Wir hätten, also beim nächsten Mal, und das machen wir auch, werden wir eine neue Firma gründen und werden wieder klassisch anfangen mit Bürosoftware, so wie wir es bisher gemacht haben. Eine Bürosoftware rausbringen und sobald die Bürosoftware auf so die zweite Version raus ist, gehen wir auf Betriebssystem parallel und entwickeln ein eigenes OS. Und dann spätestens machen wir dann am Ende eine Doppelgeschichte mit OS und OS und Bürosoftware. Und ja, werden dann mal gucken. Ja, also wie gesagt, das machen wir spätestens. Ich denke, da fangen wir Mittwoch an mit. Und ich finde, das ist eine gute Sache.